hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein Unboxing, heiß erwartet, die Emek MG100 von Planet Eclipse. Dem ersten MacFeed-Markierer von PE. Schauen wir doch mal rein. So. Ich muss mir nicht Trockeneis für den Dampfeffekt besorgen. So, was haben wir denn da alles? Da haben wir zum einen natürlich einmal den Markierer. Erstaunlich leicht für die Größe. Was man auch gleich merkt, sie ist gar nicht so groß, wie man dachte am Anfang. Also gerade auch ich habe auf den Bildern immer gedacht, dass sie so mindestens so groß wie die DMR ist, aber sie ist tatsächlich ein ganzes Stück kürzer. Kann euch ja mal einen Vergleich zeigen. Wenn man jetzt mal schaut, ohne Flasche und Stütze, ist gerade mal ein bisschen länger als die TCR im eingefahrenen Zustand. Also das ist doch kleiner, als ich gedacht hätte tatsächlich. Das sah auf den Bildern immer so groß aus. So, schauen wir mal, was es noch alles gibt. Da ist nichts mehr, dann ist es nur noch das hier. Gehen wir weg. Was haben wir denn da alles Schönes drin hier? Accessory Pack. Also, da hätten wir einmal die Anleitung auf Englisch, eine Laufsocke, noch eine Laufsocke, okay, nicht schlecht. Dann haben wir hier eine Ersatzfeder fürs, oder die zwei Ersatzfedern fürs Magazin, so scheinbar. Der Magazin. Nochmal, was da drin ist. Also das Magazin ist normal ausgestattet. Und das habe ich mir schon sagen lassen. Da gibt es hier neue Einsätze extra für die Emek, die dann wohl auch gleichzeitig als Lockbolt dienen, wenn sie etwas weiter rauskommen aus der Feder. So, und das müssten sogar FS-Federn sein. Aber alle Infos darüber gibt es dann im Tech-Video. Sonst wird das jetzt zu ausführlich. Dann haben wir hier nochmal Ersatzteile. Grease, also Schmiermittel. Sieht nach Hopper-Adapterringen aus. Und natürlich das Imbusset. Auch wieder leicht findbar für Idioten wie mich. Und hier noch eine Kiste. Mit. Okay, da habe ich mich schon ein bisschen informiert. Das müsste. Das ist hier für die Schulterstütze auf jeden Fall. Das müsste, sieht nach Erweiterungen aus, also dass man sie länger oder kürzer bauen kann, so wie es aussieht. Aber da habe ich mich noch nicht ausführlich informiert, das machen wir dann alles im Technikvideo. Das folgt dann in Kürze, wenn ich es ja auseinandergebaut habe und herausgefunden habe, wie das Innenleben aussieht. So, und dann war es das im Großen und Ganzen auch schon. Heute ganz unspektakulär. Wie man dann das Mac umbaut, Wartung, Technik, alles, wie man alles auseinandernimmt und den Hopper-Aufsatz einbaut, das zeige ich euch dann alles im Technikvideo. Das folgt dann Ende der Woche, würde ich mal sagen. Bis dahin. Eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und tschüss.